Es gibt viele Faktoren, die deine Schlafqualität beeinflussen können. Dinge wie die Temperatur des Raums, die Helligkeit und Außengeräusche spielen alle eine Rolle dabei, wie gut du nachts schläfst. Wenn du wie ich bist, wirst du mürrisch, wenn du nicht genug Schlaf bekommst. Also ist die Kontrolle dieser Faktoren wichtig. Es gibt einen weiteren wichtigen Faktor, der oft übersehen wird. Das Essen, das du vor dem Schlafengehen zu dir nimmst, kann dir entweder helfen oder schaden, wenn es darum geht, dein Schlafbedürfnis zu befriedigen. Lebensmittel mit einem hohen Fett-, Protein- und Natriumgehalt können dich wach halten, während andere Lebensmittel dich im Grunde genommen schlafen lassen können. Für eine gute Nachtruhe solltest du dir diese Liste von Lebensmitteln ansehen, die du vor dem Schlafengehen essen solltest und solche, die du vermeiden solltest. Hier sind 4 Lebensmittel, die du niemals vor dem Schlafengehen essen solltest. Nummer 1. Hühnerfleisch. Hähnchen ist voller Eiweiß, was großartig ist, es sei denn, es ist Schlafenszeit. Die große Menge an Eiweiß in Hähnchen kann die Verdauung um bis zu 50% verlangsamen. Wenn du vor dem Schlafengehen Hähnchen isst, muss dein Körper hart arbeiten, um dein Essen zu verdauen, was es dir schwer macht, einzuschlafen. Nummer 2. Zartbitterschokolade. Zartbitterschokolade enthält Koffein und das ist nichts, was du direkt vor dem Schlafengehen essen solltest. Sowohl das Koffein als auch das Theobromin in der Schokolade wirken stimulierend auf das Nervensystem. Dies kann eine erhöhte Herzfrequenz verursachen, was das Einschlafen erschwert. Nummer 3. Scharfes Essen. Die meisten Menschen haben eine Hassliebe zu scharfem Essen. Wenn du Gewürze magst, iss sie lieber früher am Tag als am Abend. Scharfes Essen, egal wie lecker, kann Sodbrennen verursachen. Nummer 4. Fettiges Essen wie ein Cheeseburger mit Speck. Wir alle wissen, dass ein Cheeseburger mit Speck aus dem Schnellimbiss alles andere als eine gesunde Mahlzeit ist. Doch wusstest du, dass er deinen Schlaf beeinträchtigen kann? Speck, obwohl lecker, enthält eine große Menge an Fett. Fett regt die Produktion von Magensäure an, was zu Sodbrennen führen kann. Wenn du nicht mitten in der Nacht mit Sodbrennen aufwachen willst, lass den Cheeseburger mit Speck zum Abendbrot lieber weg. Lebensmittel, die du vor dem Schlafengehen essen solltest? Nummer 1. Milch. Milch enthält Tryptophan. Diese großartige Aminosäure hilft dir, eine bessere Nachtruhe zu bekommen. Also hat deine Oma die Wahrheit gesagt, als sie sagte, Milch würde dir beim Schlafen helfen. Milch und Kekse als Betttupferl gefällig? Vergiss nur nicht, organische, hormonfreie Milch zu verwenden. Nummer 2. Kirschen. Kirschen sind ein toller Snack zu jeder Zeit, aber besonders vor dem Schlafengehen. Sie enthalten Melatonin, das hilft, die innere Uhr des Körpers zu kontrollieren, sodass du besser einschlummern kannst. Nummer 3. Bananen. Bananen enthalten Magnesium und Calcium, die beide helfen, die Muskeln zu entspannen und zu regenerieren. Iss eine Banane vor dem Schlafengehen, um eine ruhige Nachtruhe zu gewährleisten. Du wirst dich beim Aufwachen entspannt und erfrischt fühlen. Was isst du vor dem Schlafengehen? Schreib es uns in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.